So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer-Modus, diesmal auf der Seidenstraße im Modus Vorherrschaft, also Domination auch genannt. Ja, die Seidenstraße, das ist die andere Map, die ich schon gespielt habe und auch die finde ich optisch sehr ansprechend, also ganz anders als alle Karten, die man sonst kannte. Gut, jetzt ist es im Domination-Modus anders als im Eroberungsmodus, da hat man halt nur dieses kleine Gebiet. Im Domination-Mode hat man hier eine ganze Wüste, sage ich mal, die sieht man hier im Hintergrund sehr schön, da kann man komplett langfahren. Das ist natürlich einerseits, wie gesagt, sehr optisch sehr ansprechend, andererseits natürlich gameplaymäßig, wie ich finde, für den Arsch. Weil da gibt es sehr viele Fahrzeuge. Was machst du denn hier? Wo ist der hin? Oh Gott, der ist da außen rum geraten. Na super. Gameplaymäßig für mich für den Arsch, weil es gibt sehr, sehr viele Fahrzeuge und du hast eigentlich nur gewonnen, wenn du den stärkeren Tank hast. Und was anderes geht es dann eigentlich nicht. Als Infanterist oder Motorradfahrer oder normaler Buggyfahrer hast du da eigentlich überhaupt keine Chance. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war schlecht, das war ganz schlecht. Duck dich doch! Achtung, Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Bravo. Keiner zu sehen? Na dann, okay, hier gibt es einen Sniper, die bringt aber, glaube ich, nicht so viel auf dieser Karte, weil hier noch alles sehr, naja, verschlossen ist. Aber ich glaube, man kann diese ganzen einzelnen Hütten hier auch wegbomben. Und dann bringt die vielleicht schon eher was. Hey! Triple Kill? Oh oh. Und Granate? Oh Gott. Ich habe jetzt auch auf diese Impaktgranate umgestiegen. Bin ich umgestiegen, weil mir hat es teilweise etwas sehr lange gedauert. Oh Gott! Bis die Granaten explodiert sind. Das ist damit natürlich schon mal ausgeschaltet und gleichzeitig kann man damit zwei mitbringen. Das heißt, bislang habe ich damit nur positive Erfahrungen gemacht. Die hatte ich beim Offscreen-Spielen, also beim Nicht-Aufnahme-Modus-Spielen, habe ich dann halt ein paar Granatenkills gemacht, dann habe ich die freigeschaltet und dann habe ich die ausgetestet. Bislang habe ich da wie gesagt nur positive Erfahrungen mitgemacht. Mal sehen, ob das dabei bleibt. Natürlich muss man die dann auch irgendwo hinwerfen, wo wirklich Gegner sind. Und die Waffe ist wirklich sehr gut. Also immer noch danke für die Empfehlung. Die hat es bislang wirklich gebracht. Jetzt gewinne ich auch ab und an mal 1 gegen 1 Duelle. Was ja vorher eigentlich, naja, sage ich mal, sehr, sehr selten war. Irgendwie landen meine Granaten wieder, wo Gegner sind. Da war einer. Jetzt ist da allerdings keiner mehr. Schade. Wenn dann drei Leute auf dich gucken, hat man natürlich nicht mehr so die Riesenchance. Aber wir haben noch eine positive KD. Das ist ja für mich immer schon das Hauptziel eines jeden Parts, irgendwie annäherungsweise eine gute KD zu haben. Gut, ab und an kommt natürlich darauf an, was ich gerade mache. Ist natürlich auch die Punktzahl dann wichtig, wenn man zum Beispiel einfach nur auf Erobern aus ist. Oh, eine AOG freigeschaltet. Aber, warum werfen die immer auf mich? Verdammt, ich werde kein Granatwerfer. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha. Aber für mich ist es immer schon, für mich ist die Runde immer dann gut gelaufen, wenn ich auf jeden Fall weiß, dass ich eine positive KD habe. Für meine Noobie-Verhältnisse ist das immer schon was sehr Positives. Der ist da oben natürlich voll im Schuss, wenn er da steht. Und das hat er jetzt auch am eigenen Leib spüren müssen. Den kann man ja wirklich von überall sehen, wenn er da oben drauf steht. Wenn er da liegt, dann geht's ja noch. Selbst dann sieht man ihn schon, aber dann ist es natürlich auf Entfernung für einige Waffen schwer zu treffen. Nein! Naja. Aber wenn man da steht, dann ist man natürlich wirklich offen für alles. Also, als ob man sich da oben als Ziel anbieten würde. Gut, ich muss sagen, im Domination-Mode gefällt mir dieser kleine Teil hier schon besser. Aber wirklich sonst die offene Wüste, da ist wirklich einfach so, wer das bessere Gefährt hat, gewinnt dann. Das fand ich dann wirklich sehr lame, weil er dann wirklich als Infanterist überhaupt keine Chance mehr hattest auf irgendwas. Verdammte Scheiße. Da hatte ich wohl keine Munition mehr, oder warum hat er gewechselt? Ich habe eigentlich nichts gedrückt. Sah so aus, als wenn ich keine Munition mehr gehabt hätte. Aber eigentlich habe ich 217 Schuss, das kann gar nicht sein, dass ich keine Munition mehr hatte. Obwohl doch, ich habe für meine Verhältnisse auch recht lange überlebt. Kann sogar tatsächlich sein.
Fuck, da geht's nicht lang. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. Wo schießen die denn hin? Die schießen in alle Richtungen und ich sehe nirgendwo wen. Außer Verbündete natürlich. Ich bin das letzte Squad-Mitglied. Das ist meist nichts Positives, bis auf die Tatsache, dass sie dann bei dir spawnen. Oh Gott, das war aber auch eine schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Boah, und da trifft er uns von da hinten natürlich perfekt mit dem Granatwerfer, ist klar. Hätte nicht die 2 Sekunden warten können, bis wir um die Ecke sind. Meine Fresse. War da eben einer? Der war nur ein Schatten vom Berg. Das wäre ja auch außerhalb der Map. Einfach mal ein paar Granaten reinwerfen. Allerdings waren die beide so geworfen, dass eine zu weit und eine zu kurz ging. Irgendwie schießen die Gegner hier von allen Seiten, aber ich sehe keinen. Mal wieder. Ich helfe mal beim Einnehmen. Sehr schön. Da hat es doch schon mal ordentlich was gebracht, dass der Gegner markiert war. Wo werden die denn hier alle abgeschossen? Ich sehe nur alle umfallen. Hey Leute, heilt euch mal. Falls ihr Heilung braucht. Falls nicht, dann heilt euch halt nicht. Mir doch Wurst. Scheint keiner zu kommen. Ja, der hat uns mal gleich was abgekriegt. Warum hab ich den nicht getroffen? Nein, mal einen mitgenommen. Verdammt, okay, die KD geht echt. Das wird vielleicht sogar eine der besseren Runden von mir, aber was unser Team anbelangt, komme ich irgendwie nicht wirklich vorwärts in Sachen Punkte erobern, aber immerhin ziehe ich durch meine Kills den Gegnern schönen Tickets ab. Und darum geht es ja auch mehr oder weniger. Mein ab und an mal was erobert hier. Heilen, heilen, heilen. Danke. Ich habe mich jetzt bei meinem Heilungskasten da bedankt. Nicht beim Gegner, beim Kumpel, weil der hat mich ja nicht geheilt. Falls ihr gerade dachtet, dass ich das fälschlicherweise denke. Kann ja mal vorkommen. Ich treffe nichts! Und dann saß da auch noch einer, okay. Da hatte ich sowieso keine Chance, selbst wenn ich was getroffen hätte. Na, ich hätte nicht sagen können, dass es vielleicht eine einigermaßen gute Runde werden könnte, weil immer, wenn ich sowas sage, dann ist es eigentlich sowieso gleich für den Arsch. Ich werfe da mal wieder einfach was rein. Vielleicht habe ich ja Glück. Ne, die ist natürlich an unserem Kumpel abgeprallt da oben. Ich laufe hier mal ein bisschen mit dem Team mit, das bringt vielleicht mehr. Beziehungsweise überlebe ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Okay, da hat den noch einer gesehen. Ich laufe hier mal auf dem Silbertablett entlang. Der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Können wir das mal erobern? So. Sehr schön. Jetzt verlieren wir gerade wieder B. Jetzt habe ich leider keine Granate mehr, die ich da reinwerfen könnte. Nicht gestorben. Ich habe keine Hilf-Assist-Punkte bekommen. Der ist außen rumgelaufen. Das habe ich genau gesehen. Hat aber noch einer gesehen und das hat keiner gesehen. Ich zumindest nicht. Ah, der hat nur noch 6 Gesundheit. Ich hätte ihm nur so einen Schuss in der Hand oder so geben müssen, dann wäre der umgefallen. Scheiße. Nur ein verkackter Schuss. Egal. Neuspawn und weiter geht's. So nicht, mein Freund. So nicht. Ah, dann war da noch einer hinter uns. Scheiße. Na, die wollen jetzt zu C, glaube ich. Ich meine, das ist C.
Aber der will da gar nicht hin. Der läuft da einfach nur durch. Der ist wohl nur auf Kills aus. Gut, noch ist hier keiner. Noch ist auch keiner auf dem Weg hierher. Allerdings scheint da einer am Geschütz zu sein oder so. Oder an so einem Ding hier. Ach, das war nur so ein Mörserding. Verdammt. Schwing deinen Arsch sofort wieder hierher. Ja, ja, ich bin doch zurück. Mein Gott. Hetz mich doch nicht so. Ah! Das solltet ihr doch einfach durchs Visier ziehen. Naja, haben wir am Ende noch einen Toter hinbekommen, aber eine positive KD ist deswegen für mich eine gute Runde. Schauen wir uns mal, was als nächstes kommt. Ist ja wohl so ein Mischmasch aus den verschiedenen Spielmodi mit den neuen Maps. Ich hatte wie gerade am Anfang Eroberung auf dem komischen Gipfel-Dingensbummensberg da. Die AOG haben wir freigeschalten. Jetzt hatten wir einen Domination-Mode hier. Wie gesagt, der Conquest-Mode ist hier für meinerseits auch für den Arsch. Vielleicht für Leute, die super gut mit dem Heli umgehen können oder mit dem Tank, ist das vielleicht die Strecke schlechthin. Aber ich finde es einfach viel, viel, viel zu offen, dass da als Infanterist eigentlich überhaupt keine Chance hast. Es sei denn, du bist in diesem Lager hier. Und ja, da hat sich beim letzten Mal tatsächlich alles in diesem Lager abgespielt bei mir. Und dann habe ich, glaube ich, hinter eine KD von 3-0 gehabt. Das war es dann, glaube ich, nach, keine Ahnung, 40 Minuten Spielzeit. Und dann bin ich am Ende ein bisschen rumgerannt und hatte ich, glaube ich, hinterher noch eine KD von 4-5 oder irgendwie sowas. Weil ich dann natürlich ein paar Mal vom Tank abgeknallt wurde und ein paar Mal vom Heli oder so. Und fast keinen gesehen habe und einfach nur zu dem Punkt erobern, zu dem Punkt und erobern. Und ich fand es sehr langweilig. Zumindest als Infanterist unspielbar, diese Map in Eroberung.